Ja, ganz genau deswegen. Warum über dem Spiegel und warum manchmal das Spiel so rumzuckt, so feste, und dann ich mal ganz kurz woanders bin und sag, so, da sind wir wieder. Das liegt daran, dass ich die kostenlose Version von Bandicam hab und, und ich, genau. Ey, wir haben ja fast die Runde durch, das ist gut. Oh Gott. Nein, nimm's doch mal! Kostenlose Version von Bandicam, und die nimmt erstens nur 10 Minuten auf und ich habe das Wasserzeichen von denen da oben hängen. Ich weiß, das ist ein bisschen scheiße. Da kann ich aber leider nichts für, weil ich habe keine Kohle für Bandicam im Moment. Und Fraps und Open Broadcasten, ich habe vergessen, wie das heißt, irgendwie Broadcast irgendwas, die laufen bei mir nicht wirklich gut. Also ich habe einen sehr... Ich habe keinen starken Rechner. Ich habe keinen wirklich starken Rechner. Oh Gott. Deswegen tut mir das sehr leid, dass ihr das da oben habt, weil da kann ich leider nichts machen. Das Problem hat aber Zeroadon LP. Der kann aber auch nichts für. Das ist wie gesagt das gleiche Problem. Wenn ich 40 Euro auf dem Konto drauf hätte, das ist jetzt kein Ansporn, dass ihr mir Geld holen sollt, ne? Nur mal so. Wenn ich 40 Euro auf dem Konto hätte, ich würde mir das holen. Weil Bandicam finde ich echt gut. Man kann das echt cool einstellen. Fraps habe ich leider nicht so gute Sachen mit gehabt, weil das hat mir... Ja, meinem alten Rechner hat das ganz schön die Lebenszeit rausgezogen, sagen wir mal so. Nee, ich finde es etwas... Ist ein bisschen zu belastend für meinen Rechner. Belastend. Und ich hatte einen extrem unsynchronen Sound immer damit gehabt. Und hier mit Bandicam habe ich keinerlei Soundprobleme. Also, ich bin hiermit zufrieden. Ich hol mir das. Das ist gut. Finde ich gut. Ist jetzt auch wieder kein Ansprung, wieder zu sagen, hör mal Bandicam-Werbung, weil da oben ist Bandicam.com oder so. Hol euch das mal. Nee, wir fallen jetzt noch nicht nochmal in den Mitsubishi rein oder was das war. Ich glaube, das war Mitsubishi. Oh Gott. Boah. Nee, natürlich ist es nicht so. Nee, hallo. Warum soll ich das denn machen? Komm, du Gast. Jetzt habe ich den Anspruch verloren. Aber wie gesagt, ich finde es gut. Es tut meinem PC nicht weh. Deswegen nehme ich das. Gibt bestimmt irgendwelche Programme, die können schöner aufnehmen. Aber für mich ist es halt Sinn und Zweck und gut ist. Ich habe keine Performance-Probleme damit, sagen wir mal so. Ich müsste mir... ohne Witz, Leute, ich bräuchte echt eine neue Maschine. Das ist doof. Neuen Rechner. Aber muss jetzt mal der Geld für haben, ne? Das ist nicht gerade billig. So ein Azubi kann sich auch nicht direkt alles holen, Leute. Müsst ihr auch bedenken. Ich bin ja gerade mal 18. Auch wenn ich mich von der Stimme her lustigerweise wie 23 oder so anhöre, bin ich 18. Und manchmal höre ich mich an wie ein wütender Taxifahrer, aber darüber, entschuldige, dass wir das abkürzen. Hey Mann, jetzt laber ich mir hier einen Wolf ab und wir sind voll weit Erste. Ich glaube, ich laber einfach mal weiter, das bringt das, glaube ich, richtig. Wie spät haben wir denn? Ah, Leute, wir haben schon 15.15 Uhr. 15.15 Uhr, hallo? Oh Gott. Wo ist er da? 3.15 Uhr. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht. Jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. Ja, super. Jetzt kommen wir hier mit Vollspeed durchbrettern wieder. Das sieht super aus. Das ist ein Hovercraft. Ah, Hover. Ach, scheiße. Ich wollte jetzt nach rechts abbiegen. da ging es noch nicht. Felsen. Jetzt sieht es dann noch ganz gut aus. Genau, GTI Racing neigt sich ja so ganz, ganz langsam den Ende rüber. Und da überlege ich mir, welches Let's Play ich jetzt anfange. Ich habe drei Favoriten, mit denen ich gerne anfangen möchte. Eins ist so, eigentlich vier sogar, nur bei dem einen bin ich mir nicht sicher, ob ich davon erstmal wirklich ein Let's Play machen soll. Da haben wir einmal Flatout, also Flatout 1, danach auch 2. Erstmal Flatout 1.
Need for Speed Underground 1, Need for Speed 4 High Stage, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Die gemoddete Version davon. Also ich habe eine japanische Version davon gemoddet, so gesehen. Also nicht, dass alles auf Japanisch ist, sondern dass da japanische Autos mit drin sind und so. Könnt ihr auch in meinem High-Stage-Videos gucken, was da so für Zeug manchmal drin ist, wenn er Interesse daran hat. Warte mal, Need for Speed Underground, Flatout, genau, und, oh nee, doch, noch eins, dann wäre es einmal beides THQ-Spiele, da muss ich allerdings aufpassen, weil THQ nimmt gerne GEMA-geschützte Lieder, das ist ein bisschen doof, und zwar einmal Juiced 1, das ist ein nettes Tuner-Spiel. Das ist auch mein Traumauto mit beide, Mitsubishi Lancer Evo 5 oder 6, ich bin mir nicht... Ah, komm, fahr mal hier rein, zack, so. Mein Gott. Oh. Guter Job, Mercedes. Hast du gut hinbekommen. Jawohl. Und, ja, Juice 1, nettes Tuner-Spiel. Und einmal MX vs. ATV Unleashed heißt das, glaube ich. Das ist ein Motorrad-Quad-Spiel... Offroad-Spiel. Ist ganz cool. Oh, wir haben ein neues Auto. Den W... Alter. Jetzt werden wir aber langsam hier zugebombt mit legendären Autos. W196. Guckt euch das Ding mal an. Cool. Aha. Guckt euch das mal an. Das Handling bei den beiden ist gleich geblieben. Aber die Geschwindigkeit ist anders. Voll interessant. Nee, wirklich. Schon interessant. Ich schätze mal, dass die Übersetzung bei dem einen einfach sehr lange gemacht haben. Ganz ehrlich, ich traue der Strecke nicht. Deswegen... Sollen wir? Leute? Sollen wir nehmen? Komm, wir nehmen. Ich traue der Strecke nicht. Aber bevor wir die nehmen, muss ich was nachgucken. Und zwar, wie viel Platz schon die Aufnahmen, die ich aufgenommen habe, schon geklaut haben. Wir gucken. Nein, wir gucken jetzt. Alles klar, ich kann noch ein bisschen aufnehmen. Kein Problem. Also, nehmen wir den. Vielleicht wechseln wir mal die Farbe von dem. Sollen wir mal? Ne, nicht so eine... Schon eine normale. Was haben wir denn hier so? Oh, mir würde aber nichts einfallen zu dem Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, rot haben wir ja schon den... Wir bleiben bei blau. Stopp. Bevor ich das noch sag... Oder Schwatt. Komm, wir nehmen Schwarz. Es ist bewölkt. So, wir starten zurzeit als Zweiter, weil wir ja in der Meisterschaft Zweiter geworden sind. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Der ML scheint gut vom Fleck wegzukommen. Und das heißt auf der langen Gerade ziemlich gut. Ich habe nämlich gelernt. Damals sind wir ja volle Kanne auf die Fresse geflogen mit dem... Kleinen SLK, der ja Steve da hinter uns fährt. Scheiße, aber der Janet hat auch ein ML, das ist ein bisschen doof. Ups. Nicht wabbeln. Oh Gott. So, ich habe einen Musikgänger kurz gehabt. Da unten haben die ihren Spaß. Sind da Diesen am Fahren und so. Ich wollte doch nicht die Scheiße da immer nehmen. Seitdem ich den einen Mercedes damals genommen habe, habe ich mich da voll festgefahren. Oh oh. Au. Ne Leute, ein Schwarz sieht ja sogar besser aus, finde ich. Wir können den Schwarz behalten. Ah, Lampe. Ich hoffe, das ist nicht allzu lang, das Event. Pass mal auf, jetzt habe ich wieder gesagt, ich habe so ein blödes Gefühl und wir fahren wieder komplett auf der Straße. Und gleich kommt wieder irgendein Scheiß-Event, wo ich wieder Rennwagen nehme und dann fahren wir wieder im Gelände. Wetten? Oh, Mann, das nervt. Mal immer die falsche Autoauswahl. Ich bin nicht gut in Strecken gucken. Oh Gott. Scheiße. Ist aber nichts passiert. Also alles gut.
Meine Hand kribbelt. Gib wieder Geld. Hahaha. Nee. Ups, da schleudert der Sand ein bisschen rum. Also der ML scheint ziemlich gut zu sein. Wir liegen im Moment in Führung, ein ganz gutes Stück. Und ehrlich gesagt haben wir auch gerade nicht wirklich viele Schwierigkeiten. Oh Gott, nein! Scheiße, außer ein bisschen im Handling. Sekunden. Na, okay, keine 30. Oh, alles klar. Hey Leute, guck mal, wir fahren im Gelände. Hui. Hier auch wieder. Hui, wow. Dafür habe ich den Wagen rausgeholt. Super. Oder? Boah. Ups, aber bitte um die Kurve gehen. Oh nein. Boah. Okay, alles cool. Alter. Das ist ja geil. Hier rechts. Ich finde die Berge in diesen Australien, diese roten, immer total cool. Oh cool, der einzige Geländeteil, der würde nach rechts führen, aber da fahren wir nicht hin. Toll. Toll. Total super. Finde ich schön. Wozu habe ich einen Geländewagen? Wir fahren einfach nicht im Gelände. Aber ich glaube, was mir gerade richtig gefällt, ist, dass wir gleich eine Runde vorbei haben, oder? Ja! Cool, das ist gut. Das ist richtig gut. Dann ist die Strecke nicht allzu lang. Was ich aber mal machen könnte, kann ich das machen? Ja, kann ich machen. So. Und auf 25. Machen wir das mal so. So ist es bestimmt besser. Also versteht man das Spiel schön lauter. Ups. So, in den nächsten Gang. Nee, noch nicht. Wir bleiben in dem Gang. Ja, super. Hast rein. Das ist oh, extrem gut gerade. Entschuldigung. Nein. Mobil 1. Ich kenne einen wunderbaren Rennwagen, der trägt den Namen Mobil 1, also den Sponsor. Und das ist der Honda NSX. Wirklich cooles Design für das Auto. Mag ich. Also ich finde es cool, weil es legendär ist für mich, weil Gran Turismo 2. Ein cooles Spiel, könnte ich auch Let's Play Pro machen. Wenn ich weiß, wie man PlayStation 3 aufnimmt. Das ist ja der Vorteil, dass die PlayStation 1 Spiele auf der 3 laufen. Ey, da kann ich ja eigentlich von Let's Play Pro machen. Ich frage mich nur, wie man das macht mit dem Mikrofon aufnehmen. Also, wenn einer das weiß, könnt mir gerne helfen. Das würde mich echt gerne interessieren, wenn man das macht. Wenn ihr das selber macht, wäre natürlich großartig, wenn ihr das aufschreiben würdet. Weil das möchte ich auch unbedingt machen. Konsolen aufnehmen. Gerade Konsolen haben viele Rennspiele. Oder ich für Konsole habe viele Rennspiele, haha. Ja, aber wenn ich einen super Rechner hätte, Leute, würde ich auch Dirt Rally oder Assetto Corsa oder Project Cars für euch aufnehmen. Aber das hält mein Rechner leider nicht. Das ist ja doofe. Ich würde dann alles vor euch aufnehmen, glaubt mal. Bis ich rote Augen hab. Oh nein. Na, fahr mal ein bisschen auf zwei Räder hier. Ist das Steve hinter uns? Mal gucken. Wer ist das? Ist das Steve? Erkenne ich jetzt nicht, ist zu dunkel. Warum ist das eigentlich gerade so dunkel hier? Ein bisschen mehr Sonne hier. Hallo?
Warum ist das so dunkel? Oder ist das gerade... Ach ja, das war ja bewölkt gewesen, ne? Ne, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich meine, es wäre bewölkt. Und wie gesagt, Leute, Entschuldigung, dass ich kein Full HD mehr mache, also nur noch 720p. YouTube zeigt es zwar als 1080 an, aber ich mach's nicht. Bei Performance vom Rechner. Geht nicht anders, Leute. Wenn euch das nicht gefällt, kann ich nichts für, aber ich find's gut. Und das ist das Wichtigste. Weil wenn der Let's Player sagt, scheiße, ich nehme hier nur mit 3 FPS auf, aber ich hab Full HD, was bringt mir das? Das bringt mir ja nichts. Das Spiel läuft ja total beschissen, das ist dann unspielbar. Und ihr findet das ja auch scheiße dann. Also lieber flüssiger Spielerlebnis mit 720p. Und mein Ohr juckt. Das ist schön. Ich finde den Berg hier immer noch Wahnsinn, Leute. Oder Need for Speed World würde ich gern wieder aufnehmen. Also den Offline-Modus. Das Problem ist, ich krieg den bei mir nicht zum Laufen. Ich habe irgendwie irgendwas mit der Server, Fatal Error 5. Und das hatte ein Kumpel von mir, der heißt Christian. Da haben wir das gemeinsam damals ausprobiert gehabt. Ich und Flo und Christian. Bei mir und Flo lief's, beim Christian nicht. Der hatte immer Fatal Error 5. So, und ich habe den Scheiß mittlerweile auch. Und ich weiß nicht, woran es liegt. So, wir fahren mal hier über dem Ziel. So. Sehr gut. Aua. Sorry. Mann, Mikro. Lass es. Oh, ich habe die schnellste Runde. Cool. Steve war hinter mir. Wusste ich doch. Glaube ich. Ich dachte, es wäre... Okay, Steve ist insgesamt hinter uns. Die Samantha hat nachgelassen. Das finde ich gut. Oh. Oh. Jetzt wird's schnell. Bei einem Langstreckenrennen ist uns ein Fahrer ausgefallen. Da du die nötige Qualifikation bringst, um einzuspringen, fährst du den GTR im Rennen. Wir erwarten einen Platz auf dem Treppchen. Das wollte ich Teppich schon sagen. Wir haben Australien 5 freigeschaltet. Wir fahren in Testsetter 10 und fahren den fucking geilen CLK GTR. Oh, ich find das Ding so geil. Den Wagen habe ich ja vorher auf dem Thumbnail gehabt, immer. Jetzt benutze ich ja immer je nach vor. Alter, guckt euch mal das Handling an, Leute. 6 Runden. So sieht er innen aus. Und los.